Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Soma, hey! Episode 8. Unser kleiner Helfer möchte uns helfen, denn die Hilfe haben wir nötig. Ich weiß nämlich gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen her. Wir gucken mal hier, Antenne, Funk, irgendwas war mit der Antenne, nicht wahr? Wir müssen Richtung Theta, sind auf Station Delta und die Transportpositionen sind verloren. Antenne manuell einstellen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Kleiner Helfer, wir müssen das jetzt hinbekommen und ich weiß genau, wie das geht. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um und dann werden wir eine Lösung finden für dieses monströse Problem. Was ist denn das da nochmal für einer? Hey, hier ist irgendwas. Hey, you. Make yourself useful. Mach dich nützlich. Yeah. You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Was willst du jetzt von mir? Was ist denn das hier? Kein Signal. Wie wär's denn, wenn wir kurz mal darauf klicken? Halte mal Mund jetzt. So, angemacht. Kein Signal. Was erzählt er denn? Nummer 1? Kein Signal. Nummer 3? Kein Signal. 4? 5? 6 jetzt aber. 7? I just say we can keep things classy, even when women are around, you know? Worum geht's hier gerade? Yeah. You're so full of shit, Brandon. I've seen you when payload manager Alice Koster shows up. Was willst denn du jetzt von mir? Du redest die ganze Zeit, aber ich kann dir gar nicht zuhören. Was ist denn das hier für ein Raum? Hallöchen. Pressurized Door. Okay, okay. Gut, wir sind jetzt drin. Das Wasser wird abgelassen. Zu welchem Zweck? Danger. Na gut. Der Gefahr blicken wir ins Auge. Tür ist offen. Wo zur Hölle sind wir hier? Was ist denn das? Tür zu. Ist mir nämlich nicht geheuer. Was ist denn das? Okay, das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Ja gut, ich weiß ja auch nicht. Die Menschen werden zu Maschinen. Das ist das Problem und hier unten ist... was ist das denn? Ein Auge! Oh, weg damit. Ich habe ein Auge in der Hand gehabt. Ist ja widerlich. Na gut, was ist das? Das sind ein paar Tabletten. Die sind leer. Was ist das? Okay, mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten. Muss sie schlafen lassen. Sie in meinen Klarträumen einschließen. Was zur Hölle, Mann? Was sind das für Texte? Okay, gut, gehen wir mal an diesen Tisch. Was können wir hier tun? Was können wir hier tun? Ist hier irgendwie ein Button oder so? Bloß ein Zettel. Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Vaan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber schienen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen, ja sogar in den Schatten zu stellen. Ich verstehe. Gut, Schach. Guck mal, neues Spiel. Gegner beschädigt. Können wir zurückgehen? Nee, geht ja nicht. Das ist nur zum Schachspielen hier, oder was? Dieser Raum? Ein purer Schachspielraum. Sehe ich das richtig? Was ist denn das hier für ein Ding? Ist das ein Kühlschrank oder was ist das? Wo ist mein Freund? Ein Kartendeck. Na. Okay, hier gibt es auch keine Buttons oder so. Keine Knöpfe, keine Hebel. Wir können hier nichts tun. Außer komische Dinge lesen. Wir gehen mal wieder raus hier. Ich meine, die Verbindung haben wir hergestellt. So, wir sind wieder unter Wasser. Gut zu wissen. Tür auf. So, ich habe mich königlich amüsiert. Jetzt geht's weiter. Wir müssen... Dieser Roboter hat immer mit dem Typen Schach gespielt, ne? So sieht's aus. Und jetzt kann er nicht mehr, weil er ein bisschen bekloppt ist. So, wie sieht's aus? Signalstärke. Hergestellt, perfekt. Oder was?
Ich hab doch alles. Nee, ist noch nicht ganz perfekt. Irgendwas fehlt noch. Hier ist auf jeden Fall was. Da unten, die 216 müssen wir noch finden. Müssen wir die finden oder was? Ich weiß es nicht. So, warte mal. Wir gehen mal kurz zurück. Funk. Nee, das kennen wir schon. Zeppeliner. Ach so, wir müssen jetzt quasi 840 anfordern. Sehe ich das richtig? 840 anfordern. Antriebsfehler. Mist. Echo? Antwortet nicht. Okay, warte mal. Wir müssen 216 mal anpingen. Und 216 liegt da unten. Okay, 216 ist da unten. Vielleicht wird das funktionieren. Wir müssen also... Okay, nach unten ausrichten. Gar kein Problem. Das wird doch gar kein Problem sein. Wir sind doch Profis. Wir sind doch Ingenieure. Wir haben doch von allem einen Plan, was wir hier machen. So, gucken wir mal. Wir müssen das Rote auf jeden Fall... erreichen. Geht das? Haben wir ein Signal? Kein Signal. Vielleicht mit 1? Nee. 3? Nee. 4? 5? 6? 7? Ah, da hätten wir es. Gut, dann geht's also mal kurz zurück. Und hoffentlich reagiert dieses Zeppelin. Oder was auch immer das sein soll. Gucken wir mal. Signalstärke ist gut. Echo? Echo! It's everywhere. Wo denn? Hello? Okay, gut, ich fordere mal den Transporter an. Antriebsfehler, huch! Wieso denn? All that water. We're drowning. Ja. Who is this? Alan. What's your name? Simon, where... What are you? Was bist denn du? Red mit mir. Alan, can you hear me? Alan? Okay, Alan funktioniert nicht. Alan ist kaputt. Wir gehen nochmal zurück, gucken mal nach oben. 049, das muss es sein. Es ist doch wohl jetzt ein... Scheiß hier, 049, wir müssen das Ding nach oben ausrichten. Ich glaube, das war Signal 5. Mal gucken. Did you move the outer shields? No. So. The big one, the yielder. Yeah, I know it's not technically a shield. Never mind. I found it. Gut, wir haben's. Wir haben's. Hoffentlich funktioniert dieses Zeppelin. Es wäre eine Wucht. Eigentlich müsste ja das Grüne irgendwie laufen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es halt nicht. Nee, Mist, wir sind ja gar nicht in der Reichweite. Warte mal, wie können wir das machen? Wir können es ja vielleicht anpingen irgendwie. Guck mal, Echo. Hallo? Ist da jemand? Sehr gut. Ankommend, so muss es sein. Okay, wir müssen also... direkt hier stehen und bereit sein für, ne, die Ankunft. Wo bist du, Zeppelin? Ich warte hier schon seit Ewigkeiten da oben. Okay. Gut. Das ist toll. Was hast denn du da unten dran, Mann? Was wird es sein? Ich halte mal kurz Abstand. Auf jeden Fall kommen wir damit Richtung Täter. Klingt gut, ist toll, macht Spaß. Was ist denn das hier? Ich möchte hier rein, ich möchte hier rein. Okay. Okay, super. Okay, toll. Das ist doch klasse. Was ist das denn? Kurz mal eingesetzt. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ugh, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage?
I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Gut, ich weiß ja auch schon, wen ich jetzt frage. Das ist toll. So, nehme ich das mal bitte raus hier. Guck mal. Ich habe keine andere Wahl. Komm jetzt her, du komischer Schachroboter. Ich möchte dich tasern. Dich nicht, du bist toll. Den da hinten, den möchte ich. Der ist sowieso ein bisschen komisch. So. Geht nicht, warte. Oh. Nicht wegfahren. Ah. Tut mir leid. Geh doch mal zu Boden. Okay, super. Das hätten wir. Der war eh ein bisschen doof, ne? Der war doof. Den mochte ich nicht. Wo ist denn der Chip jetzt? Da ist er. Ich muss ihn rausnehmen. Okay, ich hab ihn. Zurück zum Terminal. Gottes Willen. Wenn das jetzt klappt, ich weiß ja nicht. Kann sein, dass der durchaus schon ein bisschen beschädigt ist, wa? Na gut, hier, guck mal da. Raus damit und rein mit dem neuen. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh. Ja, sure. Oh Mann, natürlich. Okay, gut. Ich wusste von Tag 1, dass ich ein Roboter bin. Das ist absolut kein Ding für mich. Kein Problem. Fahren wir fort. Geht das? Auf geht's! Okay, jetzt nicht abstürzen, bitte. So schwer sind wir nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Es ist gruselig. Man sieht gar nichts. Es ist so dunkel. Täter, wir kommen. Sprichst du noch mit mir oder war es das jetzt? Gut, wir warten einfach, wir warten. Was ist denn da jetzt los? Satellite Hardware. You're really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then, we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. It's
so my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Die ist so ein bisschen genervt von mir, was? Ich weiß gar nicht wieso. Ich bin doch toll, ich bin doch sympathisch, oder? Was soll denn das? Warum ist denn sie auf einmal so drauf? Ich habe das Gefühl, sie ist böse. Also meine Mutmaßung ist, sie wird später noch unser Feind. Mal gucken. So, was ist denn das hier? Die Lampe leuchtet. Straski, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. He's all butchered by structure shrapnel. The WoW sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komorabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. Okay, Emma trifft die Entscheidungen, Emma ist hart drauf, wir kommen von dort oben und wir müssen jetzt hier irgendwie rein und diesen Dunbat finden oder was auch immer das sein soll. Hier ist nochmal so ein Event, nochmal so ein Happening. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. Alright, everyone. Show's over. Get back to work. Okay. Bringt euch nicht um. Es ist keine gute Entscheidung, sehe ich genauso, also. Ne? Was ist denn das? Thank you, Catherine. Wait. Hey. Was zur Hölle bist du denn? Hello? Who is that? Ark? No. We haven't met before. Is this Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Okay, Robin, was hast du so auf dem Herzen? How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Ja, das ist super. Das ist klasse. Erzähl mir mehr. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No.
I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Ja, das werde ich, gibt's noch mehr zu erzählen? Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Ja, und wie sie uns gerettet haben, toll, guck dich an, Mann. I'll see you later. Will do. Okay, bis später. Und das ist jetzt auch das Stichwort, denn wir machen jetzt hier einen Cut. In der nächsten Episode geht's weiter, dann gucken wir mal da hinten rein, ob wir den oder das Dunbat nicht finden können. Und dann schauen wir mal, ob wir mit Catherine weiterziehen können. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Is this what it's supposed to look like?